Guten Tag und willkommen zur ersten Folge von Euro Truck Simulator 2. Boah, ist laut. 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 Gut, wir starten in Hannover. Ist halt meine Landeshauptstadt. Und fahr mit einem MAN. Ich kenne mich leider nicht so gut aus mit den ganzen Sachen hier, aber wird schon. Hallo? Vielleicht. Und ich sehe so aus hier. Option, ich muss mal leiser. Alles leiser machen. Gut. Grafik. Voll alles. Beep. Ja, will ich. Möchte ich also. Was wollte ich halt machen? Ach ja. Tastenbelegung. Scheibenwischer. Ach ja, P. Ich dachte, das wäre Pause. Gut. Alles klar. Machen wir mal einen schnellen Auftrag. Hannover nach Dortmund. Ja, das ist doch. Sicher, dass in diesem Auftrag. Nein, möchte ich nicht. Ich möchte den ja annehmen. Na gut. P. Ach, der hängt schon da. Na gut. Oh Mann, ich weiß gar nichts. Es tut mir jetzt schon leid, ne? Ich muss ja mal einen Timer anmachen. Ich schreibe mir das jetzt mal schnell auf hier. Auf einem Blatt Papier. Tastenbelegung. Links ist. Mach ich einfach. 4 Nam. Rechts ist 6 Nam. Warnblinker ist die Numpad 0. Fernlicht ist K und Licht ist L. Das ist auch gut. Brauche ich noch was? Du brauchen wir nicht. Tempomat ist C. Na gut.
mehr brauche ich ja jetzt nicht. Gut. Ich bin nicht so ein guter LKW-Fahrer, aber ein sehr guter Autofahrer, finde ich. So, 2 Stunden und 8 Minuten fahren wir. Aber schöne Ansicht hier, ne? Gut, ich muss mich noch ein bisschen zurecht. Ich habe es schon mal gespielt, aber schon ewig her. Piep. Leertaste ist die Handbremse. Gas geben. Vielleicht sollte ich auch noch mal ein bisschen Musik machen. Anmachen. Tempomat reingehauen. Ich mag LKWs. Ich hatte beruflich sehr viel mit LKWs zu tun. Und wieso ist da schon wieder eine Ampel? Ist nicht schön, ist nicht schön. Gib Gas da vorne. Und wir transportieren jetzt Kfz-Teile. Ich steuere mit der Tastatur. Vielleicht sollte man das noch dazu sagen. Schon mal blinken. Nach Dortmund. Kein grünen Streifen mitnehmen. In den Spiegel gucken. Das waren. Schulterblick eben, ne? Ach, die ist dreispurig. User joined your channel. Gib einfach Vollgas. Eigentlich darf ich ja nur 80 fahren, ne? Egal. Ich weiß nicht, ob ihr das Piepen auch hört. Das ist nämlich TeamSpeak. Ich habe mich stumm geschaltet. Also nicht wundern. Und ich werde auch keine Abmoderation machen zwischen den einzelnen Parts. Nee, ich weiß schon. Ich mache doch keine 10-Minuten-Parts, ich mache mal schon Strecken-Parts. Das ist doch geil. Hallo, ich fahr schneller. Ich fahr ja schneller als du. Ich darf dich gar nicht überholen. Stand da? Vielleicht soll ich mal gerade rauskommen. Auf jeden Fall darf ich nicht schneller als 90 fahren.
Ja, tut mir leid hinter mir, aber... Noch bin ich ja hier alleine in meiner Firma. Aber vielleicht hole ich mir schon neue dazu. Also, aber Computerspiele. Wann muss ich denn eigentlich da sein? Er wartet zwischen 10 und 17 Uhr. Ja gut, 10 schaffe ich schon mal nicht. Aber 17 Uhr. Wow. Fahr geradeaus. So. Ich muss darüber. So, danke. Eigentlich ist es ja sehr langweilig, ne? Aber ich mag es einfach. Wenn ich einfach keine Lust mehr habe zu spielen, dann macht das Let's Play einfach eine Pause. Boah. Blinken. Im Spiegel gucken. Muss ich nach Kassel? Ich dachte, ich muss nach Dortmund. Blinke an. Ich muss hier runter. Ne, ich muss doch nach Kassel. Ich dachte nach Dortmund. Na gut. Sorry, Auto hinter mir, aber ich muss sicher fahren. Cooles Handy, ne? Kennt man auch nicht mehr. Erster Aufenthalt in Kassel. Junge, fahr da vorne. Ich hab bestimmt gleich wieder Orange. Ja. Hallo. Das sieht aus wie ein Polo, ne? Oder Golf? Ja. Der Timer, den wollte ich ja nicht ausmachen. Und ich muss da rüber. Kein Schulterblick gemacht. Der kommt aus Dortmund. Der kommt aus Berlin. Ich habe keine Füße. Hier fährt er rüber. Nein, ich versuch's einmal. Was wahrscheinlich nichts wird.
Das sieht doch nicht schlecht aus. Jo, das sieht gut aus. Ta. Sehr schön. User left your channel. Diese scheiß Ladezeiten, ne, Mann. Dies ist deine Firmware-Zentrale. Es ist eine sehr schlichte Garage. Nichts Besonderes, aber hier in der einen Anfang. Leider hast du noch nichts, was du dort abstellen könntest. Deshalb kannst du hier auch keine LKWs sehen. Hast du erstmal genug Geld verdient und dir eine Zugmaschine gekauft, so wirst du dich frei bewegen können und dein Geschäft von hier betreiben. Viel Glück. Danke. Sehr schön. Da wären wir auch. Erste Mission. Ersten Auftrag erledigt. Ja. Wieso ist es dann im nächsten Part, in der nächsten Strecke, die ich wahrscheinlich gleich hier anführen will. Also bis dann. Tschüss.